Das ist unser Mimo. Mimo ist ein europäisch Kurzer, ein Kater, geboren ca. 2010. Man sieht hier ein sehr lieber, ein sehr verschmuster Kollege. Leider hat er ein Handicap. Er ist leider FIV positiv getestet. Das heißt, umgangssprachlicher, er hat Katzen-Aids. Ist halt von den Symptomen so ein bisschen wie Menschen-Aids vergleichbar. Und irgendwann bricht das Immunsystem zusammen und dann ist es auch leider tödlich. Momentan ist er aber absolut fit. Er hat halt ein Granulom, was halt mit gleichbleibendem Futter oder so relativ gut im Griff ist. Und er hat ein bisschen so tränende Augen chronisch, aber das geht auch relativ gut mit Augensalbe zu behandeln. Wie gesagt, ansonsten ist er so ganz fit. Er ist kastriert, er ist geschippt, er ist tätowiert und er ist sogar auch geimpft. Also fit ist er wirklich, dass man das auch noch machen kann. Ja, er sucht jetzt ein neues Zuhause. Es muss na klar ein paar Ansprüche muss das genügen. Also er geht halt nur als Einzelkatze oder halt an einer anderen FIV-positiven Katzen, weil halt das Katzen-Aids ansteckend ist. Ja, Freigang ist na klar auch nicht möglich, sondern nur irgendwas Abgesichertes. Entweder eine abgesicherte Terrasse, wo er nicht raus kann, oder ein abgesicherter Balkon, wo er dann ab und zu nach dem Rechten schauen kann. Ja, ansonsten, wie gesagt, ein absolut lieber und verschmuster Kollege, der sicherlich viel auf dem Sofa gerne beim Menschen sitzen würde und noch ein paar Jahre einem das Leben versüßt.